Hey, ihr Sahneschnitten. Wir haben in der letzten Folge deffen müssen. Und mit wir meine ich mich, weil wir morgens um 6 angegriffen wurden und ich gerade als Letzter offline gehen wollte. Nach 3 Stunden sind jetzt Mats und Olli endlich online gekommen. Wir sind zwar noch knapp in der Unterzahl, aber unsere Chancen haben sich um einiges verbessert. Ebenso haben wir die Mainbase unserer Angreifer gefunden und versuchen nun aber erstmal ein wenig Stress bei deren FOB zu machen. Wie der Raid noch so verläuft und was noch alles auf uns zukommt, das seht ihr jetzt. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr es nicht eh schon getan habt. 50k Rücken in greifbarer Nähe. Teilt das Video mit jedem, den ihr kennt, egal ob Mann, Frau, Eltern, Geschwister, Freunde, Verwandte, Onkel, Oma, Hund oder Katze. Viel Spaß mit der Folge, let's go! Oh. Hab mal gerade hinter deren FOB einen Stego hochgeworfen. Olli, wenn du ja langweilig hast, schnapp den Stego, komm hinter den Pillar gegrabt. Okay. Kannst hier hochwerfen. Schnapp dir eine Rocket vielleicht noch oder so, keine Ahnung. Meiner ja. Saugt gerade, also ist nur ein FFA oder so. Lass den jetzt einfach hier erstmal die Turret zocken. Wie viel sind wir? 4, 5 Heavies am Ground unterm Teleporter, die dir die Füße wegschießen, wenn du reinläufst. Aber nur Heavies. Ne, 6. Und dann nochmal 6, 7 andere Turrets, die das Fortnite quasi bewachen. Die Heavies sind schon leer gerade. Zumindest die Heavies, die auf das Ding schießen. Das Problem ist, es schießt ein Tech-Turret von oben. Ja, ich habe leider keine Raketen dabei, sonst könnten wir hier das ein oder andere Heavy schon abräumen. Tech-Turret ist auch leer. Da ist nicht viel drin. So, die Frage ist, wenn ich mich jetzt draufsetze, wie hart kriege ich auf die Fresse? Wait, haben die gerade einen neuen Layer gezogen oder ist die Rampe weg? Die haben einen neuen Layer gezogen, oder? Okay, jetzt tank ich gerade einiges. Olli, hast du Bock, mich gerade raufzuwerfen mit dem Stego? Nee. Warum nicht? Hier zu gerade runter. Aber hey, komm. Eine Sekunde, hab ich mach mal eben gerade den Teleporter. Wobei. Dann sehen die es vielleicht. Nee, ich mach den, glaube ich, nicht weg. Ah, jetzt haben sie mich gesehen. Ich wurde genettet. Jetzt unsere Chance, Mats. No. Der Typ ist an mir vorbeigeflogen. Ich glitsche runter. Guck mal, ob ich meinen Stalker, meinen anderen und meinen Loot wiederkriegen kann. Hier ist noch ein Typ. Aha, ich habe 2 Stalker. Was? Problem ist, ich habe keine Axt dabei. Hallo? Ich sehe irgendwo ist hier ein Typ. Ja, sehe ich. Ich sehe ihn nicht wo. Vor mir. Junge Büsche. Ja. Nein! Der. Bleibst du hier! Ich hab ihn! Ja, warte mal. Er springt wieder zu dir! Ich. Ich sag's wie es ist, ich könnte einen Fallschirm und oder eine Grabbel gebrauchen. Ich weiß nämlich gerade irgendwie. Hast du mal gerade schnell eine Grabbel für mich? Ich kann mal meinen Loot eben aus der Luft fischen. Ja, bye, Dealer. Aha, zittern. Ja, ja. Hey. Tschüss, Human. Die versuchen Dinge mit Tech-Rex, ne? Ja, ja, damit werden die auch Erfolg haben, zumindest bei den aufhängenden Tools, ne? Ja, die machen gerade gut was kaputt. Oh, ist das zum Kotzen mit der Kaki hier zu moven.
Wir haben Turret kaputt gemacht. Easy. Ist aber höher als Gitter. Oh, geht. Wir haben gerade Fokus. Was haben wir gerade getötet? Wir haben 2 Tech-Stegos gekillt. Bei mir im Triblock steht, wir haben 5 gekillt. Oh, die hoch, no, oder ich was? Weiß. Ja, hinter uns. Was? Le Baby ist hier. Ah ja. Oh! Nee. Doch? Nee. Ja. Ich hab meine Viecher nicht imprinted. Hast du nicht mal geclaimt? Kommst du weg. Doch. Ich hab 3 Eier. Wir machen gerade wieder ordentlich Damage hier, ne? Scheiß mal auf Babys gerade. Nein. Imprint. Hä? Nicht. Oh, die sind eh schon ausgelockt. Ein bisschen unlustig, das ist, ne? Das ist unfassbar. Ich hab einem Typen 6 Headshots gegeben. Der läuft noch. Ich kann dem Dummy durch die Beine schießen. Und sie. Aber die nicht? Weiß ich nicht. Ob die dem actually durch die Beine. Aber tatsächlich hat er ja keine Hitbox. Vielleicht denkt er dann actually, der Dummy schießt. Ey, das ist übelst smart! Einfach hinter den Dummy stellen und so tun, als wären wir der Dummy und er aimt halt voll auf den drauf. Das Problem ist, die Flak geht halt einfach irgendwann kaputt. Scheiß doch drauf. Also eigentlich müsste man einen Tech-Rack-Sattel zurückschießen und uns irgendwie so schräg dahinstellen und die Tech-Rampen alle kaputt machen permanent. Ich glaube, wir haben nur einen einzigen Tech-Rack oder so. Wenn der runterglitscht, ist er gone. Und generell so wenig, einfach weil wir halt den ganzen Tag irgendwie nur zu zweit oder zu dritt da sind. Ein schöner Spam. Oh, ich war so stolz, dass ich fertig war. Ich wollte so, boah, geil, wenn die nachher online kommen, sag ich, guck mal da! Ich hab alles alleine gemacht. Ja, Pustekuchen. Was ist jetzt, guck mal da? Fucking Fortnite! Ja, schieß, guck mal rechts ist auf das Ding. Jetzt trifft das. Okay, tschüss. Hast du gerade den Schicko runtergepuncht? Jo. Die versuchen sich hoch zu Gravel glitchen. Und wollen die Heavies abräumen mit Rockets. Achtung, die wollen Tech punchen. Gleich. Aber läuft weg. Oh. Aber ist weg. No. Du bist im Wasser? Hier vor mir. Hackt, oder? Jetzt hat er die Netzgun gefunden. Du bleibst hier. Wir haben noch was zu klären. Kackbuhn. Sie kommen. Nettes Set. Sag mal, habt ihr die Rampe gerade weitergebaut? Wie bist du noch da? Ja, ich bin da. Nee, oder? Ja, I mean, die sind jetzt halt direkt unter uns so, aber höher kommen die halt nicht. Können die von da aus hochlaufen? Nee, keine Chance. Also mit Techboots vielleicht so, wenn die deren Stegs Techboots ansehen, aber. Nee. Ach, das ist viel zu steil. Was zum Geil tut ihr da schon wieder? Dekorative Sachen. Ah ja. Ich hab den Typ vom Tech-Rex-Sattel runtergekoppelt.
Hat irgendwer versucht mich hier zu snipen oder so und schafft's nicht. Naja, jemand habt ihr's. Wenn er sich wie auch immer ganz merkwürdig hier hochbuchtet oder so, wenn er hier zwischen den Stegos landet, ist das nicht theoretisch ein Sicherheitsrisiko? Ja. Wollen wir den Spaß mal hier cryon? Sehr gerne. Ja, dann mache ich das mal. Ja, warte. Und vielleicht ich hab noch eh mal nichts zu tun. Von den. Machst du das? Okay. Ja, ja. Vielleicht dann von den leeren Heavies, die vorne stehen, die wir dann eh nicht mehr haben wollen, vielleicht noch ein, zwei Ground Turrets dahin stellen, wo jetzt die Stegos stehen. Ich das bin auf absolut für Ground Turrets only gerade. Wenn wir Turrets nachplacen. Die machen sich mit zwei Stegos gleichzeitig gerade ready. Pass auf, ich versau den jetzt ihren Pre-Net-Cooldown. Natürlich. Das ist einfach noch smarter. Ich nette sie jetzt. Da müssen sie jetzt eine Minute warten, bis sie pre-netten können. Ah! Zeit ist ein Konstrukt! Und jetzt 30 Sekunden später pre-nette ich den anderen. Boah, so schlau, Mann. Junge, es ist einfach. Einfach outsmarted. So, jetzt fangen sie an zu soaken. Aber nur der gepre-nettet, ist von mir. Ich hab Hunger. Ciao, Woody! Bye. Woody hat dich ausgecheckt, da habe ich gedacht, da muss ich ihm einen abknallen. Kann er auch nur. Ja. Kann er nur echt mal. User entered your channel. Hallo, hallo. Kiwi ist jetzt da. Okay. Dann können wir ja jetzt alle. 3 Minuten zu spät. Sorry. Ich hätte mir ja schon Bock mit dem Stego genau dasselbe zu tun. Oh Leute. Das Turret steht noch. Was? Ja. Hat 200 Leben. Ich glaube, weil du die Treppe gehittet hast oder so. Du hast irgendwie unter das Turret so leicht geschossen oder so, glaube ich. Unmöglich. Ich hab komplett auf, also auf bei mir sah das aus, als hättest du die Sprengung quasi auf der letzten Stufe gemacht oder so. Du weißt gar nicht, wie sehr ich bei unserer Vertretungslehrerin lutschen gegangen bin, damit ich früher nach Hause durfte, um den Flug zu bekommen. Oh, Naked. Nein, ich habe ihn verfehlt. So schlecht. Die stehen da schon und warten auf dich. Jawohl, das Turret hast du safe. Direkt wieder Loot geiern, Alter. Wie sie zu zweit wieder auf dich drauf gehen. So, gucken wir uns das Spektakel hier mal an. Abfahrt. Oh, du bist wieder daneben geflogen, oder? Junge, was haben die denn hier hinten noch gebaut? Holy shit, die haben noch ein zweites Fortnite da hinten. Fortnite? Ja, das ist das, womit sie mich gefoppt hatten beim Spam-Clearen. Ich finde die langweilig so. Ein bisschen. Also aber die haben immer was zu tun, mir ist langweilig. Aber geben die irgendwie den Anschein, als würden die es irgendwie schaffen oder sind die einfach ein nervig? So, guck mal, ob die Stego-Eier wieder gepoppt sind. Ja. Der Typ ist dir gleich hinterhergesprungen. So gierig ist er auf dein Git. Jungs, wir können über alles reden. Ah. Der Knecht backt halt übel rum da unten. Wie ist so ein Scheiß, ne? Wusste ich, warum ich aufgehört habe damit. Tech-Rex-Typ ist tot. Schön. Schieß mal auf den rechten Fuß. Doch nicht, wait. Da zieht einer seine Leiche. Die Leiche über dem Tech-Stego, kann man die grabbeln? Nee. Ah, der hat keine Hose mehr, der Typ unten auf der Rampe da. Der ist runtergesprungen. Was ist das denn Ekel-Scheiß hier? Ich glaube, ich muss mir wirklich mal schnell einen Toast machen gehen oder so. Ach ja, neues Video ist draußen seit 22 Minuten, ist ja crazy. Haben wir geguckt? Viel Spaß. Durchgeskippt. Gesehen, scheiß Content gegangen. Nein, Spaß. Gebannt. Oh, no. Nein, Spaß. Ja, geht. Ey, Mann, hey. Ey, Fuddy. Mach nicht so. Ach, gib mal einmal weg, ne? Ja, Fuddy hat einfach immer. Fuddy, hör mal. Das ist Woody auf Skilling Spree hier, ey. Woody ist runtergefallen beim Dodgen. Schießt noch einer mit Combo Ball. Schießen die mit zwei Mann mit Combo Ball auf dich. Juckt das überhaupt? Nee, ne? 600 Damage pro ungefähr. Ja, aber sind die HP low oder Heal zugegen? Heal gegen.
Gründe. Das waren zwei so dermaßen geile Scheibentoast, ne? Boah! Ich habe auch gerade zwei Brötchenhälften gegessen, die waren auch unfassbar lecker. Ich glaub, wenn du einfach 24 Stunden nichts gefuttert hast, dann hast du die ganze Zeit schon übel Schmacht und dann ziehst du dir, egal was du reinziehst, ist einfach geil dann. Ja. Ich sagte ehrlich, ich wollte eigentlich, als ich nach Hause gekommen bin, wollte ich eigentlich was kochen. Keine Ahnung, auf einmal, ich merke, wir haben dass man kalte Pizza von meinem kleinen Bruder von gestern gegessen. Hm. Der Typ AFK. Bist du da gerade dahinter gegangen? Ich bin da unten. Achso, sorry, Gibi. Kannst du nicht die Treppe hinter dir auch wegmachen? Wartet die nicht auch? Ja. Ich weiß aber nicht bis zu welchem Punkt. Mach nicht zu viel Wreckage, ne? Mach erst C4 ordentlich rein. Ich komm halt nicht da runter wahrscheinlich. Oh, wait, maybe. Nein! Ah. Ist auch geblaut? Jo. Ja, ist noch explodiert. Kurz gucken, dass ich hier nichts mittippe. Hab bisschen was gedroppt. Die scheinen sich gerade alle zurückgezogen zu haben, keine Ahnung. Vielleicht sollten wir wirklich die Zeit nutzen. Komm mal weiter. Ja genau, da wo du gerade hingehst, genau da kannst du landen. Wenn du ganz hinten am Eck landest. Reicht ein C4 für ein Turret? Einer. Zwei, oder? Für ein Heavy? Hier. Eins. Ja. Das ist eine Steinstruktur quasi. Hier ganz an der Ecke kannst du hoch. Wenn du weiter vorne hoch gehst, dann... Hab's weg. Alle? Ja! Nice. Theoretisch habe ich noch ein Spare-Set, ich wollte nur gerade ein Stäbe rauswerfen. Ja gut, sonst... Oh! Ja, perfekt. Gut, die Flak wäre gut aufgehoben gewesen. Nicht. Oh, Stäbe, drehen Sie sich mal. Ich komme gleich wieder. Oh ja. I'm Kit. Pass auf. Geh brennt. Jetzt mal for real, steht der Jenny da in der Box dran? Ja, ne? Ja, ja. Meinst du... Lol. Das war schlecht. Mats, meinst du wirklich nicht, dass du da links von den Tresoren direkt vor die Wand laufen kannst? Oder wirst du da von oben beschossen? Ich kann es nicht unbedingt perfekt erkennen, aber... Ja, genau da. Und jetzt da dran. Und jetzt stehen bleiben und sprengen. Ja, das ist aber noch ein weiter. Ja, spreng dich langsam rein. Au. Lauf nicht so weit. Oh, perfekt. Was siehst du? Easy. Dann mach von drin. Ich glaube, die kriegen das gar nicht mit mal wieder. Die spielen wieder ohne Ohren. Ja, die spielen halt aber spielen die ohne Loks oder was? Keine Ahnung. Mein TP ist weg. Was kann das denn sein? Wenn der kaputt ist, warte mal mit dem rausgehen. Hm. Jetzt weg. Okay, der Tower bei uns ist aus. Wir können uns unten einfach vorarbeiten, dass Fortnite von unten droppen. Ja, ja. Mats kann jetzt erstmal direkt da die Wand droppen, die das Ganze hält hier. Das hatte ich ja eben gerade vorgehabt. Ich wollte ja direkt einfach das ganze Ding droppen. Das wird trotzdem nicht viel droppen. Ne, das wird noch nichts droppen. Ja. Aber danach nee, halt. Aber das ist halt eine von den vier Connections. Ja, ja. Oh, shit. Hört sich aber noch mehr an. Ja, es leckt ganz schön krank. Die ganze Treppe ist weg, oder? Das ganze Fortnite ist weg! Leute, die haben geinfit beim Bauen. Oh, Mann. Ja gut, nix Attack Jenny da in den Tresoren drin. Ja, da sind wir irgendwo... Noch die Dings droppen. Wir müssen auch noch die Cliffblade droppen. Da ist irgendwo noch ein zweiter. Der Cliffblade ist ja nichts, oder? Ah, doch, das ist noch Schutz. Sprengung. Was? Habe ich Damage hergekriegt, als ob ich Damage von der Sprengung gekriegt habe. Aus, ja. Alles ich schätze mal, die Cliff ist das Einzige, was noch an ist. Dann bin ich dafür, dass wir hier einen Turm hinstellen. Oder zwei. Oder fünf. Wollte gerade sagen, oder halt noch mehr. Okay. Oh, komm runter. Zündung. Ist ihre Seite noch? Hui. Wenn der ganze Müll an einem vorbeifliegt, ne? Ja, Fortnite ohne Bauen ist echt cooler. Ja.
Das ist der maximale Damage, den man machen kann. Aber schon mal keine blöde Idee mit dem, mit der Cliff da. Damit ein bisschen weiterzukommen. Boah. Ja, doch. Schon not bad.